So, da sind wir beim nächsten Spiel. Diesmal als Kommentator dabei, der gute Steffen. Hallo! Und wir hatten Goblins gegen Forcalalom, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, ich weiß es nicht mehr. Da unten ist der Würfel. Ja, der Würfel ist super. Davon habe ich jetzt noch mal zwei Stück geholt. Also in der nächsten Aufnahmesession können wir auch damit die Live-Points ein bisschen machen, damit die links und rechts ein bisschen angenehmer sind. Das stimmt schon. Ja. So, wir haben jetzt die Startin jetzt noch nicht gesehen, aber Forcalalom scheint eh nicht zufrieden zu sein. Nee. Wohingegen Goblins erstmal direkt schon nach unten legt und dich denkt, ich habe eh keinen Bock mehr. Traditionell ist das Matchup, glaube ich, nicht so gut für Goblins. Okay. Punishing Fire, ja, Chalice, natürlich. Was gibt es sonst noch alles? Knight of the Reliquary. Ja, die Kreaturen sind halt groß, die sind halt schwer loszuwerden für den Gobbo-Spieler. Ich weiß nicht, ob Forcalalom, ob dieses Forcalalom mit Tabernacle spielt. Das würde natürlich dann gegen Goblins richtig stark. Okay, ich sehe einen Abrupt Decay, ich sehe einen Life and Loom, ich sehe einen Barrymore. War das ein Maze of Is? Ja, das ist ein Maze und ein Punishing Fire. Das ist keine gute Hand. Nee, finde ich auch nicht. Da haben wir einen. Oh ja. Ja, ein Lecky. Schöner mit Start. Na, Carven of Souls. Wahrscheinlich Goblins. Nicht eng. Und wir haben einen Reader. Gut, wenn die Leute erstmal lesen, müssen noch Karten machen. Ja, weil Goblins ja jetzt so unbekannt sind. Das geht, je nachdem, wenn man angefangen hat, kann das schon. Oh, Mox Diamond. Was hat er gepitcht? Das Maze. Okay. Punishing Fire, Punishing klar. Fire drauf, das ist ganz gut. So, dann haben wir einen Mountain, Grenko, ein Wasteland, eine Ätherfiole. Da kommt der nächste Lecky. Okay, aber wie gesagt, wir haben noch einen Grenko und wir haben noch einen. Da kam das DK. Ja. Den Lecky abzuräumen. Ja, ist auch sehr wichtig, dass da ein Forest gefunden wurde, um das zu machen. Das Land habe ich jetzt nicht erkennen können. Fetchland. Ah, Fetchland, ja, Wooded Foothills. Ja. Das sucht sich jetzt vermutlich ein Mountain. Es kann sich aber, glaube ich, auch in dem Matchup einen Badlands. Suchen. Ja, er spielt zumindest einen Munitions-Expert, wie wir gesehen haben, gerade, weil Bottom of Library. Ist das, ist der erste Gobbo, den er da, also der ganz rechts ist, ein, aber wir sehen ihn jetzt eh. Ja, genau, ein Caretaker. Kratermaker. Genau, Entschuldigung. Ja, gar kein Problem, der ist sehr gut in diesem Matchup, um die Chalice abzuräumen, aber da kommt noch ein DK. Oh, Cabal Pit, damit die Anzahl der Karten im Friedhof sind 1, 2, 3, 4 müssten es ungefähr sein, also nicht aktuell habe. Matrone. Das Matrone. Ja. Die muss man natürlich auch lesen. Ist ja nicht aktuell im Standard Modern und Legacy gespielt. mal sehen, was die sucht. Bei der Hand mit Grenko und noch einem Fetchland würde ich fast schon auf den Ringleader tippen. Die Variante spielt Ringleader auch? Ja. Weil ich habe gerade beim Durchschaffen keinen gesehen. Ja, ja, die Waldgoblins spielen immer Ringleader. Die Ringleader ziehen halt eine Menge Karten und sind da sehr angenehm. Ja, klar. Also können eine Menge Karten ziehen. Er scheint sich für den Trashmaster zu entscheiden. Wahrscheinlich, um halt den Mox abzuräumen und andere Artefakte, die kommen können. Ah, nee, er nimmt einen Chieftain. Okay. Chieftain mit Eile und +1/+1, das ist schon ziemlich gut dann auch. Das ist okay, ja. Das kann man machen. Beide bei 20 Leben, beziehungsweise der Goblin-Spieler müsste bei 19 sein und der. Ja, stimmt. Durch den Fetch. Genau, und Lump-Spieler ist noch bei 20. Er holt sich das Maze und das Barrenmoor wieder. Ja, damit hat er zumindest Landdrops. Mit dem Maze kann er die eine Kreatur von den ganzen Goblins weghalten. Das ist, glaube ich, nicht so. Ja, er bräuchte halt irgendwas langsam mal, um da eine Defense aufzubauen. Ah, da kommt noch der nächste Mox. Ja, was bittest du jetzt? Da würde ich, das Barrenmoor. Nee, das Maze. Echt? Und würde mit dem Baron, mit dem Schwarz des Barrenmoors cyclen und würde dabei noch. Ich habe den Cycle vergessen. Du hast recht, da ist der Cycle das natürlich besser. Würde man den nicht spielen. Ja. Ja. Ich habe es gerade mit Butchogabok verwechselt. Ah, okay, dann macht das. Weil manchmal bin ich halt langsam. Oh, da ist das neue Land hier aus Modern Horizon. Mir fällt der Name nicht ein. Oh, frag mich nicht. Ich könnte es jetzt raussuchen. Ich habe es irgendwo bei meinen Death and Texas Karten in VR rumliegen, aber. Ich weiß schon, ich bin aus dem Fetchland. Das fetcht nur Basics. Ja, ein Prismatic Vista meinst du? Ja, genau. Ja, genau. Das hat er gerade auch gespielt, um den anderen Mountain zu holen. Genau. Ich weiß gar nicht, ob die Version einen Sumpf spielt, aber ich glaube schon. Ich bin ja ein großer Freund von Basics. Ich auch. Am liebsten habe ich es, wenn sie zwei Mana machen. Zwei verschiedene Farben.
Je nachdem kann ich mir aussuchen, welches. Ja, da kommt Chief Tank. Und nur der Chief Tank läuft an. Bei nur die Matrone hat der Chief Tank keine Eile. Gibt der nicht nur anderen Goblins Eile? Ja, nun, soweit ich weiß, müsste der auch Eile haben. Das kann sein, da bin ich mir nicht sicher. Es gibt so viele Goblin Lords. Ja, ja, die machen alle noch was Unterschiedliches. Ja. Ich habe jetzt neulich online gegen einen gespielt, der hat wirklich noch so den Goblin King gespielt. Das hat mich sehr der gestört. Einen Mountain Walk gegeben hat, ja, allen genau, anderen genau. Und plus eins oder sowas. Genau, ja. Das war cool. Auch sehr. Oh, Punching Fireland, das ist eine ganz schlechte Nachricht. Für den Goblin-Spieler. Ja. Ja. Da kommt noch eine Burden Catacombs. Jetzt sterben viele Goblins. Ja, es ist auch auf jeden Fall jetzt nicht mehr so einfach, das Ganze dann unter Kontrolle zu kriegen. Das ist halt der Nachteil von Goblins. Also ähnlich wie jedes andere kreaturenlastige Fiolendeck, ob es jetzt Goblin ist, Death and Taxes, Meervolk, Sliver, ja. Humans, wobei Humans kommen noch relativ gut klar mit Punch and Fire, weil sie sehr groß werden. Ja, ich hätte jetzt bei Death and Taxes gesagt, so Talia hilft dir halt, logischerweise. Talia und Sanctuary auf 2 macht halt Punch and Fire kaputt. Nach das klar. Oh, der ist gut. Der ist gut. Da wird wahrscheinlich. Stimmt, weil der jetzt als Reaktion darauf wird er wahrscheinlich. Wurde aus Panik schon tatsächlich der Würfel mal durch die Gegend geworfen. Oh, man hat sich 2 Leben mehr gegeben. Und jetzt müsste man durch das Kabalpad noch einen bekommen. Genau. Wenn jetzt angegriffen wird, kommen wir auf 16. Genau. Gut, dann sind zumindest die Lebenspunkte stimmig. Ja, und er hat halt ganz, ganz clever vorher einfach den Chieftain umgeräumt, damit der Krenko keine Eile hat. Dann kann er den jetzt in Ruhe noch umräumen. Bisschen Schaden reduziert. War meiner Meinung nach ganz gut. Es geht, er hat kein Punishing Fire. Er bräuchte ein zweites Punishing Fire, um den Krenko. Er hat ein zweites Punishing Fire, um den Krenko. Ach stimmt, der ist ja, Der ist ja 3-3. Das ist ja, stimmt, ein sehr beliebter Commander früher gewesen. Mhm. Habe ich nie gespielt. Ich auch nicht. Oder wird das bei Remore jetzt gespielt, weil es auch einfach nicht gecycelt wird, man einfach mehr Mana braucht. Bin ich jetzt kein großer Fan von. Hätte ich eher drauf. Finde ich jetzt auch nicht so cool, ja. So, für 3 Mana kommt ein. Oh, eine Standardkarte mal hier. Goblin Warchief. Und dann für 1 Mana. Vielleicht vergünstigt, vielleicht nicht vergünstigt. Nicht vergünstigt. Mockfanatic kostet leider nur ein Wurf. Das finde ich sehr grausam, dass da jemand Mockfanatic spielt. Ja. Ja. Also langsam gehen die Lebenspunkte von Vorkeilom runter, das ist ganz gut. Mhm. Müssen halt mal gucken, dass da jetzt kein Knight of the Reliquary oder Green Sansenit kommt, die werden sehr vernichtend. Wasteland ist jetzt nicht so schlimm. Nee, er muss halt jetzt mal sehen, dass er mit dem Punishing Fire da entweder, wenn er jetzt wirklich nichts hat, um das Ganze zu stoppen, dass er da anfängt abzuräumen. Mhm. Der Warchief muss halt weg. Auch für 3 Mana ist es schon nicht so. Das ist der Knight. Ja, der ist aktuell 1, 2, 3, 4, 6, 6 müsste der aktuell sein. Ja, würde ich auch schätzen. Ich weiß es nicht, ich habe nicht mitgezählt. Ja. Da wäre jetzt ein Würfel praktisch. Ja. Oh, Reihenfolge von Friedhof verändert. Ja, das fällt mir jedes Mal das auf. Das sehen wir natürlich nicht so gerne. Sehe ich sehr, sehr oft bei den Leuten bei uns, wenn gespielt wird, dass das nicht beachtet wird. Ja. Wo ich mir so denke, so Leute, hier spielt es zwar keine Rolle, aber es ist, ihr dürft es nicht. Ja, also tatsächlich ist es zu verkraften, wenn der andere. Welche war das denn? War es Shallowgrave? Die sich Shallowgrave zum Beispiel, ja, genau. Oder auch der Nether Spirit. Ja. Nicht Nether Spirit, Nether Shadow. Ja. Der über dem 2 Kreaturen liegen müssen und so weiter. Dementsprechend haben wir im Legacy halt die Möglichkeit, nicht unseren Friedhof anzuordnen, wie wir wollen. Genau. Da müssen wir uns halt ein bisschen dran halten, wie das Ganze. Wir hatten, glaube ich, sogar mal irgendjemanden, der Shallowgrave gespielt hat. Ja. Wir hatten auch Leute, die mal in der Stretch gespielt haben mit dem. Ja, natürlich. Nether Shadow. Nee, Nether. Doch, müsste Nether Shadow sein. Der Spirit ist der nur aus dem Pox. Den haben wir auch schon aufgenommen. Ja, ja, den Nether Spirit, das ist der aus dem Pox. Da bin ich mir auch sehr, sehr sicher. Ja. Mittlerweile, glaube ich, sogar Modern legal. Der ist in Modern Horizons, glaube ich, reprinted worden, ne? Ja, was heißt reprinted? Also ja, Reprint für uns. Für die anderen Leute war es der erste Print. Ja, klar. Und schwingt der Knight rein.
Nee, tut er nicht. Das kann er nicht machen. Das kann er jetzt nicht machen. Er muss da jetzt ein bisschen die Defense halten. Und auf der anderen Seite, wenn er jetzt nicht sowas wie ein Tabernakel oder so spielt, ist die Defense halt zu halten sehr schwierig gegen diese Goblins, gerade mit Eile. Das wundert mich ist, dass er halt direkt die Growth benutzt. Das hätte ich nicht gemacht. Hm. Weil jetzt kann er die Punishing Fire nicht direkt wiederholen. Ja. 23 Leben für den Goblin-Spieler natürlich auch etwas, wo er normalerweise nicht sich befindet. Vollkommenes Neuland. Ja, da kommt ein Fiolefinger. Auf 1, Runde, was? 5, 6, 7? Ja, es wäre sehr schön gewesen, wenn der Goblin-Spieler uns öfter zeigen würde, was er noch auf der Hand hat. Was sieht aber aus wie ein Mountain, ja, und Wooded Foothills. Eine Cavern, ja. Ich glaube, die möchte er einfach nicht zeigen. Nee. Das aber denke ich okay, weil da kommt er auch mit einem guten Goblin Draw ganz schwierig raus. Ja, jetzt geht's halt los. Ja. Da geht der erste Path, da geht der zweite. Ja, da geht ein Fetch. Und ein Night Rare Quell, der benutzt wird. So, einmal für anscheinend ein Bayou und noch einen Rogue. Ja, stimmt. Dann ist es auch egal, dass er die eben benutzt hat. Aber es wäre besser, wenn er sich eine zweite Rotquelle raussucht. Ich glaube aber, er müsste ein rot-grünes Land drin spielen. Das könnte er sich mit dem Fetchland suchen. Mhm. Das wäre halt noch gut gewesen. Er dredged mal wieder. Ja, ein Würfel wäre auch cool auf dem Knight. Das sind alles so Dinge, die kann man ja beim nächsten Mal dann von den Leuten fordern. Ja, das aber grundsätzlich halt, kann man halt davon ausgehen, dass der Knight aktuell mindestens 6, 6, 7, 7 ist. Das ich hätte schon einen größer geschätzt tatsächlich mittlerweile. Aber es kommt so ein bisschen drauf an, ich habe halt den Überblick verloren, was er reingepitcht hat, was er mit Loam wiedergeholt hat. Das ist halt schwierig zu sehen. Er hat auf jeden Fall zwei Patchliner drin. Holt sich ein Wasteland, weil er das direkt wieder knacken kann. Und den Rest. Ein kleiner Friedhof auf der Seite vom Laufspieler. Super, oder? Er braucht schon Friedhofskarte. Wasteland einfach nur damit der Knight groß ist. Jetzt kann man langsam auch in den Combat gehen. Ja, ich denke auch, das wird er jetzt tun. Dass er jetzt kommt, er hält den Gobbo rein. Und opfert ihn. Für Schaden im Gesicht. Ja gut, wird was auch sonst aktuell, ne? Ja. Und da ist Surrender das Game. Weil einfach drei Länder nur auf der Hand. Ja, da kann er sich auch schlecht rausziehen. Also da jetzt wieder Gas aufzubauen, ist mit Goblins auch dann nicht so einfach. Nee, ist wirklich schwierig. Und wie gesagt, also Punishing Fire ist für Goblins natürlich super hart. Ja. Und hat denn ein Goblin-Deck im Board jetzt Optionen dagegen vorzugehen? Selten. Tatsächlich. Die normalen haben halt, wie man da jetzt auch sieht, Thorn of Amethyst oder ein Surgical Extraction. Surgical wäre natürlich nicht schlecht. Cage, der hier gebordet wird, bringt gar nichts. Da habe ich nachher mit Nico nochmal drüber geredet. Die Karten gehen immer nur ins Feld. Also man darf, die Karten dürfen nicht das Feld betreten. Und die Punching Fire und so weiter werden auf die Hand genommen. Mhm. Und auch die Länder. Okay, auch klar. Im Dredge ähnlich. Gar kein Unterschied da vorhanden. Dementsprechend Surgical hin und wieder mal, eben sowas wie Thorn of Amethyst oder die neue, die Damping Sphere. Naja, neu in Anführungsstrichen. Warum die Damping Sphere? Weil das zweite Punching Fire dann schon mehr kostet und man nicht Punching Fire. Der zweite Paragraph mit dem Storm-Effekt quasi. Genau, der Anti-Storm-Effekt ist da sehr, sehr wichtig. Den ich immer wieder vergesse. Genau. Aber ich sehe diese Karte sehr, sehr selten gespielt tatsächlich. Ja, ich auch. Aber hin und wieder mal sieht man sie und dementsprechend. Auf der anderen Seite beim Loom-Spieler weiß ich auch gar nicht, was da großartig reinkommen sollte aus dem Sideboard. Man hat Graveshot Hate im Sideboard, das bringt einem nichts. Mhm. Talias bringen einem nichts, Board Removal bringen ganz, ganz wenig. Ja. Dementsprechend weiß ich jetzt nicht, was vom 4-Color Loam jetzt geboardet wurde. Könnte man im 4-Color Loam im Sideboard nicht auch Plague Engineer spielen? Genau, so, also das sind Doom of All. Genau, das sind so Plague Engineer oder auch Ren 6, ja, Mainboard teilweise. Und also bitte, niemand soll mich falsch verstehen, Ren 6 ist natürlich eine ganz, ganz tolle Karte. Hätte ich die am Sonntag gewonnen, hätte ich sie zerrissen.
Wie gesagt, ich habe die eine noch, aber nur damit sie vielleicht als Preis angeboten wird, wenn wir nochmal ein Turnier veranstalten. Ich hätte sie zerrissen. Für mich ist es halt einfach eine Karte, ähnlich wie der Death Ride, der halt so viel Quatsch mittlerweile ermöglicht. Ja. Du siehst so viel 3- und 4-Color-Stuff. Oh ja. Ohne Ratchet Bomb. Das ist natürlich interessant für den Goblin-Spieler. Ratchet Bomb? Für die Knights? Ja, oder für die Chalice und die Moxe. Ja, stimmt. Die Chalice haben wir jetzt halt eben gar nicht gesehen, tatsächlich. Nee, ich weiß auch nicht, wie devastating die sind für den Goblin-Spieler, aber ja. Ja, zurück zum Sideboard an Schwarz. Man kann auch hin und wieder mal Planeswalker ins Sideboard nehmen, wie Varaska oder ähnliches. Die werden auch manchmal Mainboard gespielt. Liliana werden hin und wieder mal gespielt, aber die sind alle nicht so gut gegen Goblins, weil Goblin ja traditionell gut gegen Planeswalker ist. Durch die Masse. Genau, einfach durch die Masse. Mhm. Dementsprechend, ja. Wir haben jetzt hier einen Mulligan gesehen, wenn ich mich richtig im Kopf habe. Da oh ja, kein Elder Spawn kann nicht ein... Aber wie heißt denn der? Contempt Priest. Wo? Das dürfte ein Contempt Priest sein, wenn ich mich nicht ganz irre. Das kann sein. Ja, das ist ein Contempt Priest. Wir haben dann Fetchländer, ein Fetchland, ein Duel, ein Punching Fire und ein Groove of the Burn Willows und ein Bob. Das klingt schon nicht so geil für den Goblin-Spieler. Nee, das stimmt. Das sieht nicht so schön aus. Beim Goblin-Spieler sehen wir halt jetzt... Land, Fetch, Land. Ist auch immer ein bisschen... Ich finde es immer verstörend, wenn der Goblin-Spieler mir gegenüber sitzt und ein rotes Mana in der ersten Runde liegt und kein Goblin spielt. Ja, weder ein Goblin. Dann denke ich mir immer so, noch eine Fiole. Das ist irgendwie... Sieht nicht so gut für dich aus. Ich sehe das schon, wenn man halt einen Mulligan genommen hat und nicht weiter runtergehen möchte oder so. Mhm. Aber grundsätzlich bin ich da auch der Meinung, dass man als Agro-Deck in der ersten Runde einen Play haben möchte. Ja. Am besten natürlich die Fiole. Und wenn man anfängt, wahrscheinlich sogar noch besser den Goblin Lacking. Ist das ein Spot zu Plauschers? Ja, das ist ein Spot zu Plauschers. Zwei Stück sind im Sideboard als Spot zu Move. Das hat mich sehr gewundert gerade. Dann werden wahrscheinlich auch keine Chalice mehr im Deck sein. Ja, da gehe ich auch von aus. Ja. Es ist halt auch die Frage bei Chalice, also wenn ich jetzt über Goblins nachdenke, sie haben halt eine sehr, sehr krasse Kurve. Also sie haben viel auf 1 Mana, auf 2 Mana, auf 3 Mana. Zumindest die Variante auf jeden Fall, wo ich dann sage, so, ob Chalice dann so einen großen Unterschied macht. Er hat viele Antworten dafür. Ja, auf 1 Mana sind ja gar keine Sachen drin. Lecky? Ja, und Fiole. Und Fiole. Genau. So, also es geht ja hoch bis 4 Mana, 5 Mana gibt es ja auch. Ja, Siege Gang Commander natürlich, ja klar. Weil da finde ich den Chalice dann schon schwierig. Aber ich habe, wie gesagt, wenig Ahnung von Volcala Loam. Ich weiß nicht, wie ich da boarden würde. Ja, wahrscheinlich die Chalice. Also ich habe jetzt auch noch keinen Chalice gesehen. Ich sehe die Liliana noch. Da wird nochmal unüberlegt. Ja, wurden mit zwei Burning Ketter. Nee, es waren keine Burning Ketter Combs, es waren zwei Windrail Heaps. Genau. Also das Badlands kann man aber nicht fetchen. Das Platt, die... Okay. Ja, das könnte halt ein Spielfehler sein, ja, wenn ich aufgefallen ist. Ja, ist auf jeden Fall ein Spielfehler. Also ich glaube, das kennt jeder schon mal. Ich glaube auch nicht, dass es großen Einfluss hat. Man müsste, ja, für den Bob vielleicht, aber man müsste das dann umbauen. Man müsste oben dann statt der Savanna ein Scrubland nehmen und statt dem... Ah, er hat kein Scrubland mehr im Deck. Aber das könnte er droppen. Und unten müsste man einen Tiger dann nehmen. Ja, da kommt das Surgical. Surgical auf Punching Fire ist sehr wichtig. Ja, das wirklich ist sehr, sehr wichtig. Ich würde jetzt sogar so weit gehen und sagen, das erhöht die Chance für Goblins schon enorm. Ja, 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 auf jeden Fall. Also das ist schon wirklich stark. Das auf jeden Fall. Jetzt muss man natürlich mal gucken, was der Bob noch macht. Hättest du als Vorkala-Long-Spieler darüber nachgedacht, darum herum zu spielen und zu sagen, okay, ich spiele jetzt nicht direkt mein Punishing Fire, sondern warte, bis ich eine Growth auf dem Liegen habe, dass ich es zurückholen kann? Dadurch, dass er sich hier einfach ein Leben nur gesaved hat, hätte ich es wahrscheinlich getan, ja. Aber es verlangsamt dich auch gleichzeitig, weil du willst jetzt halt sowas wie den Bob spielen. Man will erst Sworden und dann den Bob spielen, ich wollte schon sagen. Damit der Bob safe ist, damit man festen Card Draw hat. Und dann möchte man nicht danach die Runde Punching feiern, wenn dann schon 3-4 Goblins einem ins Gesicht prügeln. Ich denke, das ist schon ganz gut gelöst gewesen. Und ich denke, das ist auch tatsächlich soweit okay gewesen. Die Needle bin ich mir noch nicht sicher, wofür die reingegangen ist, außer halt für Planeswalker. Die Night-Aktivierung. Ja, das stimmt. Das ist auf jeden Fall was. Das wäre jetzt so meine erste Überlegung gewesen, warum er die Needle mitgenommen hat.
Ob das jetzt so relevant ist, kann ich nicht beurteilen. Ich so als Kombo-Spieler, wenn der Knight da ist, muss ich halt drüber kombonen. Ein Skirk? Ja. Ein Skirk Prospector, damit können wir Mana machen. Wenn wir Goblins hätten. Was wir nicht haben, wir haben noch ein weiteres Wasteland, einen Nidalee von dem Goblin-Spieler. Das sind echt, echt schlechte Draws. Ja, also da fehlt einfach das Gas, da müsste jetzt ein Ringleader, eine Matrone, irgendwas kommen, was ihn halt, oder hat direkt ein guter Goblin, wie vielleicht ein Cranko, wenn er jetzt nicht mehr das Spot-Removal hat. Ja, aber man kann auch ein Abrupt Decay ziehen und einfach alles haben, was man will. Ja, das Abrupt Decay macht aber den Cranko nicht weg. Stimmt. Da er auf 4 Mana ist. Allerdings ist es soweit mit dem Punishing Fire. Ah nee, das ist gesurgicalt. Ja, ein Cranko wäre tatsächlich eine gute Option, die wir jetzt halt haben können. Aber so als aus der Sicht von Forkel Loam läuft soweit alles gut. Die Frage ist, wie man jetzt diesen Goblin vom Gegner Abrupt Decayen und dann angreifen. Das ist eine gute Frage. Oder versucht man das irgendwie mit dem Containment Priest jetzt zu Ende zu spielen? Das ist eine sehr gute Frage tatsächlich. Weil ich glaube, der bobbt nach. Ja, okay. Man kann auch dann einfach einen Sonsen nicht haben. Dann hat sich das erledigt, weil dann holt man sich einfach den Knight, weil ich war jetzt auch mal überlegen, will man das jetzt noch ein bisschen aussitzen und dem Goblin-Spieler Zeit geben zu recovern, bis man vielleicht einen Knight oder sowas findet, aber ja, plus, man kann natürlich auch so. Also spielen. Ganz oft hat der Bob, gerade wenn man noch auf 14 Leben ist, einfach Unblockbarkeit, weil der Gegner ihn einfach durchlassen wird. Am Anfang, so wenn man noch so auf 20 Leben ist, dann hat er meistens eher das Gegenteil. Ja. Hat er einfach Provoke gefühlt und wird automatisch geblockt. Oh, das ging zu Asche. Das ging zu Asche. Immerhin etwas da. Die Frage ist, wenn man jetzt mit Double Wasteland ihm einfach die beiden grünen Quellen wegnimmt. Ja, das wäre jetzt auch mein Plan. Um den Knight halt einfach zu finden. Genau, um einfach da ein bisschen Zeit zu schaffen. Die Frage ist, ob man dann mit zwei Draws dann nicht wieder zieht, weil das Deck hat eine Menge. Ja, das war jetzt auch mein Problem. So, der Bob liegt halt immer noch. Er zieht halt zwar. Ja. Ja, okay, gut. Dann war es tatsächlich die richtige Entscheidung, nicht zu Wastelanden, weil man eben noch andere Länder ziehen kann. Die schlimmer sind, klar. Ja. Oder halt, man kann auch hingehen und kann einfach als Goblin-Spieler einen Warm Siege Gang ziehen, den man dann noch casten kann, der einen auch aus so einer Situation ganz schnell rausbringen kann. Ja. Gerade wenn es nur noch 13 Leben sind und er dann einfach schon mal 6 Goblins hat. Dann ja, es ist halt wirklich, wirklich schade für den Goblin-Spieler, dass er halt hier einfach doch sehr viel Mana gezogen hat, aus meiner Sicht. Weil sonst wäre der Knight nicht so schlimm, wenn ich kleine Goblins habe oder irgendwas, was Tokens gemacht hat, dann block ich den halt. Dann ist der halt da, solange der nicht unblockbar wird durch irgendeinen fiesen Trick, juckt der mich dann erstmal nicht. Ich habe Kostenmund nicht bezahlt, in der Hoffnung, einen guten Goblin zu ziehen. Sieht nicht so aus, dass auch ein guter Goblin gezogen wird. Ich denke, der wäre direkt geslammt worden. Ja. Gerade wenn die zweite Handkarte nur eine Needle ist, gibt es eigentlich nicht so viel zum drüber nachdenken. Nee. Also je nachdem, was die zweite Handkarte ist, jetzt Needle auf Knight, könnte man legen, dass der Knight halt nicht aktiviert, was einem jetzt nicht so viel bringt. Er wächst halt nicht weiter, aber das spielt eigentlich keine Rolle in dem Game State, meiner Meinung nach. Ja. Close up the Containment Priest am End of Turn. Ja, das sieht nicht gut aus. Also bisher habe ich jetzt mal darauf geachtet, der Fetch-Fehler hat bisher noch keinen Unterschied gemacht. Ja. Wie gesagt, also sowas passiert immer mal andauernd. Liga. Also gerade also auf größeren Turnieren auch, ist es eigentlich vollkommen normal. Da saß ich auch schon und mein Gegner fetcht auf dem Land und der Fetch war tatsächlich, glaube ich, sogar okay und spielt dann mit einem Scrubland ein Faceless Looting und ich sage halt, ja, ist okay. Und, ja, und jemand neben uns sagt so, nein. Ja. Und wir so, hä, warum? Und überlegen so. Und dann musste er halt umfetchen, weil er das so nicht spielen konnte. Ja, genau. Ach, das passiert halt. Die Lösung dafür sagen. Ist eigentlich ziemlich einfach, liegt auf der Hand. Man spielt aber keine Fetchländer. Aber das ist für viele ja gar keine Option. Das spricht der erste Texas-Spieler aus dir. Nein, ich bin auch ein Freund von monofarbigen Decks tatsächlich, aber ich spiele halt keins. Ich spiele nur 4 Color. Ich mag aber eigentlich allein einfarbig. Nein, ich spiele nur 2 Color und 3 Color im Moment. Ja. So, der Bob reviert. Alles, was man haben will. Der gute Bob macht keinen Damage. Ja, und es ist nur eine Frage der Zeit, bis der Knight Damage macht. Ja, also tatsächlich mit dem Abrupt Decay jetzt weniger auf der Hand, ist es schon ein bisschen schwieriger. Wundert mich ein bisschen, dass er auf End of Turn nicht den Containment Priest reingeflasht hat, einfach um einen weiteren Beater zu haben. Ja, ich denke auch tatsächlich, dass das
ein schnelleres Ende herbeigeführt hätte. Aber man hat ja schon in Game 1 gesehen, man kann Goblin an einen Punkt bringen, an dem man der Goblin-Spieler verzweifelt. Und an diesem Punkt kann weißt man... Weißt du, das war hier der Plan. So, jetzt demoralisiere ich dich, ja, genau, mach total für genau den Tag. Also, das war einfach diese taktische Kriegsführung. Man macht den späteren Gegnern des Gegners dann noch das Leben leichter. Das Leben leichter. Das ist besonders gut oder eigentlich besonders schlecht für die eigenen Upscores, aber... Ja. Also man merke, nicht zu empfehlen. Nein, überhaupt nicht zu empfehlen, tatsächlich. Gerade nicht, wenn man einfach gewinnen könnte. Hat er jetzt gerade... Ja. Warum? Das verstehe ich nicht. Das habe ich jetzt auch nicht verstanden. Also das ist halt so, warum hole ich mir einen Waste mit dem Knight, um dann zu wasten in der Mainstep, wenn ich auch attackieren könnte und das langsam mal zum Ende bringen könnte, weil ich meine, was soll der Goblin-Spieler? Da ist ein gewesen und ein Goblin und ein Mountain Swipes. Ja, super, das ist ja genau die Hand, die man jetzt will. Ja. Nicht. Also es ist so ein bisschen Spielen mit so einem toten Kadaver. Ja, echt so, oh, das tut schon ein bisschen weh beim Zugucken. Ja. Ja, spiel den Mountain. Jetzt müsste eigentlich End of Turn der Contain Priest kommen. Aha, das sieht fast so aus, als würde er das auch tun. Glaubst du? Nee. Oh, ich bin so stolz. Oh ja, Contain Priest. Ich nicht, der ist non-voll. Ja, komm. Gut. Jetzt müsste man aber auch. Das ist natürlich jetzt richtig bitter, nachdem man den Contain Priest gemacht hat. Das ist ärgerlich. Ist jetzt aber auch noch nicht so schlimm, da man so hart im Driver's Seat ist. Es wurde keine zweite Karte gezogen. Das kann sein, ja. Ja, die zwei anderen hatte er schon auf der Hand. Wurde keine Karte gezogen. Den Bob-Trigger vergessen. Ne, den Bob-Trigger hat er ja gezeigt. Achso, er hat danach nicht gezogen. Ja, natürlich. Der Green Sun-Sin ist ja offen. Genau. Okay, er greift an. Der Schaden scheint durchgekommen zu sein. Und dann wird ein Knight of Reliquemus. Diese Aktivierung in der Mainstep. Ich verstehe das nicht. Finde ich etwas seltsamer. Ich hätte auch längst mit ihm einfach zugehauen. Ja. Ich denke, dass er möchte einen Großgrund haben. Was macht der Knight gerade? Er sitzt halt da und spielt ein bisschen rum mit Ländern. Das und ist wächst. Zwar ganz schön. Und wächst. Und wächst. Er hat ein Gobbo-Deck, was halt offensichtlich schlechte Chance hat im Moment. Oh, da kommt ein Ringleader. Oh, das ist schön. Ein Ringleader ist natürlich besser. Ja, man kann halt bis zu 4 Karten mit dem Ringleader ziehen, was echt nicht schlecht ist. Das ist ein sehr guter Top-Deck. Mal sehen. Ein Card-Draw. Ja. Zweiter Card-Draw. Ja. Kein Card-Draw. Nee. 2 Card-Draw. 4x 2-2. Einer zieht 2 Karten. Ist eigentlich... Klingt nach einer guten Karte. Eine gute Karte, ja, denke ich auch. Da hätte man noch angreifen können. Das scheint auch der Fall zu sein, dass da angegriffen werden möchte. Ja. Ja. Geht man dann auf 10. Man hat immer noch einen zurückgehalten, um den Knight blocken zu können, zum Beispiel, falls der sich jetzt endlich mal entscheidet, ich muss jetzt vielleicht doch mal anfangen, hier aufzuräumen. Gerade auch mit dem zurückgehaltenen, mit dem Surgical Extraction Punching Fire ist das ganz gut. Ja. Da das zurückzuhalten. Da kommt noch mal ein bisschen mehr Mana aufs Feld. Der Bob hat aber schon gar keinen Schaden gemacht, korrekt? Er hat den Forest, glaube ich, mit dem Bob revealed. Ja. Sehr hübscher Forest, by the way. Ja, das stimmt. Hier werden dann noch mal die Karten gezeigt. Gelesen. Ja. Man sieht den halt, einen kennst du schon, den hast du eben schon mal gesehen. Den anderen kennt man eigentlich auch, der bringt mehr Goblins mit. Aber das liegt halt dran, dass ich dieses Deck ja auch sehr lange gespielt habe und sehr lange besessen habe. Ich weiß ja, die Goblins halt einfach kenne. Das ist halt, ich kenne viele der Goblins noch damals aus dem Standard tatsächlich. in meinen dunklen Zeiten, wo ich noch Standard gespielt habe. Ja. No offense. Den frisst du das stirbt sein. Den Tooth-Nail-Zeiten. Ach Gott. Ich habe schon immer so einen kranken Scheiß gespielt. Ja. Oh, noch ein Fetchland. Genau das, was man jetzt sehen möchte. Fetchland und Fiole plus 2 Goblins auf der Hand. Auf der anderen Seite könnte man das jetzt einfach alles runterdroppen. Würde ich auch tun. Ich erwarte da keinen Sweeper, der jetzt das Board cleart. Deswegen würde ich das alles legen. Wollte ich kurz sagen, was passiert? Was passiert? Er hat umgetappt. Ja. Da hilft der Gegner noch mal kurz. Ja, nee, der Gegner verliert ihn nur. Ohne Scheiß. Ich weiß auch gerade super. Da kommt jetzt der Fetch und wahrscheinlich die andere Rotkelle. Das war gerade ein Sumpf tatsächlich, das bedeutet. Der, ja.
Kobo-Spieler spielt tatsächlich mit einem Sumpf in meinem Watch. Deshalb machen auch die Canopy Vistas Sinn tatsächlich. Ja, du meinst nicht. Die heißt nicht Canopy. Du meinst, das nee, Canopy Standard Vista ist. Ja, genau. Ich kann mir die Namen noch nicht merken. Prismatic Vista. Ich kann es mir auch nicht merken, weil ich es selber nicht spiele. Ja, für mich ist es einfach noch. Das sind alles noch moderne Karten für mich. Ja, das, haben wir schon Goblins wieder klappen? Naja. Ja, ist okay. Also, wir haben schon hässlichere Goblins gesehen. Was? Ja, bestimmt. Ja. Genau, da geht dann jetzt der Lob und dann kommt 2 Damage nur. Das ist ihm jetzt aber, denke ich, jetzt auch ganz jetzt recht. Ist der Knight aber halt offen. Also, wenn ich jetzt mitgezählt habe, ist der Knight, glaube ich, bei 8. Ja, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 kann. Nee, der müsste bei 10 sein. Ja, da kommt der Rift Decay, da kommt, ja, da der, kommt Angriff. Der Angriff. Fetch, das sind 12 Damage. Das ist rum. Das ist rum. Gut. So viel dazu. Ein schönes Spiel. Ja. Wie gesagt, ich verstehe halt nicht, warum der Volkalalom-Spieler den Goblin-Spieler im Zwang so lange zappeln lassen hat. Ich aber weiß auch nicht. War gut. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Tschüss.